ein Computer ein wunderschönes Objekt wäre. Etwas, das man gern ansieht und zu Hause hat. Und was, wenn ihn nicht nur einige wenige nutzen könnten, sondern wenn ihn jeder nutzen könnte? Oh, Steve, das wäre die größte Verschiebung des Status quo seit... Menschengedenken. Ich bitte dich, die Erwartungen zu erfüllen. Habe ich dich je enttäuscht? Jedes einzelne Mal? Dann wird's Zeit. Deine Apple-Aktien sind 441 Millionen Dollar wert. Und deine Tochter und ihre Mutter leben von Sozialhilfe. Sie ist nicht meine Tochter! Dir muss doch auffallen, dass sie dir ähnlich sieht. Wir erfahren noch früh genug, ob du Leonardo da Vinci bist oder dich nur dafür hältst. Du bist der Einzige, der die Welt genauso sieht wie ich. Niemand sieht die Welt genauso wie du. Einfach jeder wartet auf den Mac. Was sollen die Leute damit machen? Es ist abstrakt. Das sollen sie machen. Du erteilst widersprüchliche Anweisungen, bist aufsässig, machst jedem das Leben schwer. Sie glauben, du wirst in dieser Firma nicht mehr gebraucht. Ich habe die Zukunft in einer Garage erfunden. Künstler heben die Welt aus den Angeln, Mitläufer heben nur die Hände. Was du machst, ist nicht unbedingt das Beste an dir. Wenn man ein Vater ist, sollte das der beste Teil von einem sein. Ich bin der Einzige, der weiß, dass dieser Typ hier jemand ist, den du erfunden hast. Sag mir, wie der Plan ist. Der Plan wird sich dir offenbaren, wenn du bereit bist. Es passiert tatsächlich. Das Comeback eines Superstars. Apple-Mitbegründer Steven Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs kehrt zurück zu Apple. Die zwei bedeutendsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Die Alliierten gewinnen den Krieg und das hier. Ladies and Gentlemen, Steve Jobs. Und deine Tochter und ihre Mutter leben von Sozialhilfe. Sie ist nicht meine Tochter! Du müsstest doch erkennen, dass sie dir ähnlich sieht. Sie erteilen widersprüchliche Anweisungen, sind aufsässig und ziehen die Leute.